Am nächsten Morgen. So. Wir haben 1170 Pokémon in diesem Dungeon jetzt gesammelt. Und wir haben immer noch alle 5 Belebersamen. Ich bin stolz auf mich selbst. Kilian, guten Morgen. Ich habe mich gestern informiert. Ich habe erfahren, dass der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort aufbrechen. Lass uns zur Riesenschlucht gehen. Huch, was ist? Oh, nichts. Was? Du willst mich noch etwas fragen, oder? Was ist denn? Komm, sag schon. Warum bemühst du dich so? Warum? Ach Gott. Hey, Virenprogramm. Schlechter Zeitpunkt. Warum? Wieso fragst du mich das? Du tust es nicht für dich. Du sagst es. Aber genau deswegen strenge ich mich noch mehr an, weil es eben nicht für mich ist. Wir sind doch Freunde, oder nicht, Kilian? Ich werde mein Bestes geben, weil ich es für dich tue. So ist das. Aber egal, lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht, wie immer. So. Briefkasten ist immer noch leer. Holen wir uns doch erstmal wieder den Don ab. Besuchen wir den Don. Darf er auch wieder mitkommen? So. Erstmal wieder von dem ganzen Geld, was wir bekommen haben, wieder ein Partnerareal kaufen. Oder sogar zwei. Ja, machen wir gleich zwei draus. So. Und den Kaulquappenteich, den holen wir uns auch noch. So, die Liste wird langsam kleiner, allerdings sind die restlichen jetzt relativ teuer. So, dann lagern wir das restliche Geld hier nochmal ein. So. Dann auf zu Kangama. So. Ab jetzt werde ich. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Falscher Knopf. Ein Belebersamen werde ich ab jetzt immer dabei haben. Apfel reicht auch eine. Lucivsamen lasse ich auch mal einen dabei für den Fall der Fälle. So, jetzt haben wir eine Box voll. Die andere lassen wir mal leer. Dann, Moment, hast du eigentlich irgendwas Nettes? Ich weiß zwar, dass ich eh kein Geld für dein Zeug hätte, aber. Okay, der hätte sogar was richtig Interessantes dabei. Das Ding nennt sich Erstarrorb. Super für Monsterräume, allerdings haben wir die momentan eh noch nicht. Solange wir die noch nicht haben, genieße ich das. Ja, wir können eigentlich gleich weitermachen. Auf zur Riesenschlucht. Dies ist die Riesenschlucht. Der Gipfel wird Berg der Vorzeit genannt. Laut Simsala liegt der Zugang zum Berg der Vorzeit auf Ebene 13. Xatu sollte sich dort aufhalten. Kilian, strengen wir uns an. Ist euch mal aufgefallen, wie oft er meinen Namen sagt? Ein Hubbelupf. Ja, wir können übrigens hier mal wieder ein paar Attacken anmachen. Moment, da können
mal hier wieder einen Rückzug-Hieb machen. So. Da haben wir hier gleich die nächste Treppe. Ich finde die Musik in diesem Dungeon übrigens sehr schön. Eine Fragia-Beere. Da hat irgendein Pokémon 278 Poké aufgehoben. Den will ich mir jetzt Mühe geben, dass ich den finde. 278 Poké ist nicht gerade Kleingeld. Hier liegt zu viel Geld rum. Ein Dodo, das könnte das eine Dodo sein, das ich suche. Ja. Und das ist ein Hubbelupf. Das könnte das eine Hubbelupf sein, das auch das Geld aufgehoben hat. Ja. Chrissy erreicht Level 16. Nein, er kann sich jetzt nicht entwickeln. Entwicklung funktioniert in Pokémon Mystery Dungeon ein klein wenig anders als in den normalen Spielen. Und vor der Hauptstory ist das sowieso nicht möglich. Ein Gyflor. Das ist ein... Ach, ein Goldgummi, schade. Ich hätte gedacht, das wäre wieder ein Gelbgummi. Ach, nee. So nicht, Freundchen. Wenn du abhauen willst, dann werfe ich dich mit Steinen. Ein Plosivsamen. Da ist ein Band, was auch immer es ist, aber ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir vielleicht endlich mal wieder ein paar brauchbare Items für unser Team. Oh, ein Spezialband. Her damit. Das gebe ich mir mal selber. Das verstärkt nämlich meine speziellen Angriffe. Chrissy darf dann den Persivschal haben. Das Top-Elixier, das ist sehr schön. Kann man ja auch nie genug haben von. Eine Amarena-Beere. Ja, sowas aber auch. Dann geht's hier nicht mal weiter. Sowas aber auch. Okay, ich muss langsam mal schauen, dass ich mit meinen Attackenpunkten noch ein bisschen haushalte. Ich habe nicht mehr viele. Ja, wenn wirklich, kann ich noch ein Top-Elixier benutzen.
Wieso hau ich eigentlich fast immer daneben? Und hier liegt echt verdammt viel Geld rum. Wir haben jetzt schon 1816 Poker aufgesammelt. Okay, da kommt schon die Warnung, dass ich kaum noch Attackenpunkte auf meiner Linkattacke habe. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Brüller, schade. Ich hätte gedacht, das wäre was Brauchbares. Aber gut, TM ist TM, die kann man sehr teuer verkaufen. So, wo ist hier die verdammte Treppe? Der Magen knurrt schon. Nehmen wir einfach die hier, bis wir eine andere finden. Sehr schön, gleich nächste Treppe. So. Geld, 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 Geld. Dann immer gleich so viel. Den Georock-Block hole ich mir wieder. Schwindelig vor Hunger. Solange der Magen nicht leer ist. Noch eine TM, noch eine TM. Verhöhner. Schade. Hätte ja auch sein können, dass das mal wieder was Brauchbares wäre. Du kriegst meinen letzten Link, den ich benutzen kann. So. Damit ich auch ja nicht auf die Idee komme, nochmal eine fixierte Attacke einzusetzen, bis ich nicht ein Top-Elixier benutzt habe. So, Magen leer. Jetzt essen wir mal einen Apfel. Ebene 10. Haben wir es ja bald geschafft. 3 Ebenen noch. Ein Hundemon. Ja. Noch eins. Kaum hat man mal keinen Passivschall mehr. Der hat jetzt ernsthaft seinen Teamkollegen damit erwischt. Dann Master erreicht Level 16. Was lernt er denn? Ultraschall. Moment, was macht der hier nochmal?
Ach, das ist doch ganz nett. Da können wir den Superschall wegmachen. Ich bin eh kein Freund von solchen Attacken. Und die KP steigen weiterhin so extrem an bei dem. So, ich lasse da mal den Don nach vorne. Den Ruckzuckhieb kann ich auch durch ihn durchmachen. So. Gift weg. Oh, Moment, stimmt, der hat ja gerade noch einen Fadenschuss abbekommen. Da hänge ich die ja immer total ab. Zielbeere. Ich habe nur noch einen Attackenpunkt Ruckzuckhieb. Gut, da der nicht in einem Link drin ist, brauche ich mich um den auch nicht zu sorgen. Kann ich auch ausgehen lassen. Und Level 18 für mich. Jawohl. Ist nichts. Mach du mal. Ich helfe dir von hier hinten. Die haben beide noch genug Attackenpunkten auf ihren Link-Attacken. Okay. Und Ebene 11. Geld, Apfel. Noch eine TM. Folterknecht, nehmen wir trotzdem mit. Was lassen wir denn dafür da? Am besten gar nichts da lassen. Was ist da? Geld. Schon wieder so viel. Der Ultraschall macht ganz schön Schaden. Eine Treppe, sehr schön. Und wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich schon? 2600.